Spektakulär ist der Anflug auf eines der schönsten Schlösser Nordrhein-Westfalens. Im äußersten Westen des Landes, direkt an der niederländischen Grenze. Die Wasserburg Anholt, Residenz der fürstlichen Familie zu Salmsalm. Die Wasserburg Anholt ist die Sehenswürdigkeit im westlichen Münsterland. Wo sitzen bleiben, bis der Rotor steht? Hausherr ist Karl Philipp, Prinz zu Salmsalm. Er wird von allen Fürst Karl Philipp genannt. Mit seiner Frau Fürstin Elisabeth bewohnt er die Wasserburg, die seit über 350 Jahren im Familienbesitz ist. Die Anwesenheit der fürstlichen Familie prägt den Charakter der Burg. Der Name Salmsalm findet seine Entsprechung im Wappen der Dynastie. Ein doppelter Lachs. Sind Sie selber schon mal mit dem Helikopter hier gelandet? Ja, zweimal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal hatte ich Angst und das zweite Mal fand ich es toll. Also, weil dieses Anholt von oben bringt ja doch einen ganz anderen Blick. Die imposante Familienresidenz, umgeben von Barockgärten, 150 Hektar Wald, einem Golfplatz und sogar einem Wildpark. Auch ein Hotel gehört dazu, mit edlem Restaurant. Wer landet denn hier bei Ihnen mit dem Helikopter? Hotelgäste. Also es sind dann Leute, die sagen, wir möchten hier gerne um 12:30 Mittag essen. Und das finden die toll. Da schenken sie dann entweder ihrer Mutter oder ich weiß nicht was, ihrer Freundin. Und dann kommen die mit dem Hubschrauber. Sie sind hier in diesem Schloss aufgewachsen? Jawohl, ich bin hier in diesem Schloss aufgewachsen. Wie der Krieg ausbrach, war ich 6. Wie sah das Schloss aus nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja, fürchterlich. Es war eine Ruine, es war zu 70% zerstört. Also es hatte eigentlich in dem Haupthaus überhaupt kein Dach mehr. Es waren noch Teile vom Dachstuhl zu sehen, aber es gab keinen Teil in der Hauptburg, wo es nicht durchgeregnet hat. Deswegen haben wir im Keller gewohnt. Fast 50 Jahre dauerte der Wiederaufbau der Wasserburg. Es ist die Lebensleistung von Fürst Karl Philipp und seinem Vater Nikolaus Leopold. Als ich 1945 aus dem Kriege zurückkam, fand ich dieses völlig zerstörte Schloss vor. Ich stand damals vor der Entscheidung, es entweder als Ruine zu belassen oder aber die Maßnahmen zur Sicherung zu einem späteren Wiederaufbau zu treffen. Seit heute ist das Land Nordrhein-Westfalen um ein Museum reicher geworden. Nach einer Feierstunde, bei der auch der Ministerpräsident unseres Landes anwesend war, öffneten sich die Tore des alten Wasserschlosses Anholt für die Öffentlichkeit. Die ersten Besucher spazierten durch den Park, bewunderten die massiven Mauern und die Kunstschätze, die dahinter verborgen sind. Seither strömen jährlich 35.000 Besucher durch die Bibliothek und die prunkvollen Säle. Auch Königin Beatrix der Niederlande war schon zu Gast. Für Historiker ist es ein Ort der Forschung. Kunstschätze, wertvolle Handschriften und andere Archivalien. Die überregionale Anziehungskraft verdankt das Museum vor allem einem ganz besonderen Prunkstück der Sammlung. Ein
Einem echten Rembrandt, dem 1635 entstandenen Bild Diana und Actäon, gilt der besondere Stolz des Hauses. Hier ist ja richtig, hier ist gerade richtig Action. Guten Tag. Achtung. Guten Tag. Das ist eines der schönsten Rembrandts, die es gibt. Der war 28 Jahre, als er das gemalt hat. Vom Inhalt her ist die Geschichte klar, nicht? Diana mit Actäon auf der einen Seite und mit der Callisto auf der anderen Seite, nicht? Weil es war ja einem Menschen verboten, eine Göttin nackt zu sehen. Ja, ja. Nicht? Und da kommt er aus dem Wald raus, sieht sie trotzdem nackt und dann verwandelt sie ihn in einen Hirsch. Und wenn Sie genau sehen, da wachsen aus seinem Kopf schon das Geweih. Ja, ja. Ja, und die Hunde, seine eigenen Hunde zerreißen ihn oder zerfleischen ihn. Vermutlich erwarb die fürstliche Familie das Meisterwerk direkt vom Künstler. Denn das Gemälde hatte nie einen anderen Besitzer. Wir haben gerade überlegt, wo wir das zu Hause in der eigenen Wohnung am günstigsten deponieren. Ja, direkt in den Eingang. Als freundliche Aufforderung. Ja. Solch einen Besitz zu verwalten und von Generation zu Generation weiterzugeben, ist eine große Herausforderung. Erbprinz Emanuel tritt schon zu Lebzeiten des Vaters dessen Nachfolge an und kümmert sich um die fürstliche Verwaltung. Nochmal vielen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch zu deinem gestrigen Geburtstag. Danke sehr. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Danke sehr. Es haben alle verheimlicht. Wir wussten es wirklich nicht. Und es hat eine Museumsführerin hat uns ja, aufmerksam gemacht. Ja, Frau Oppermann, das habe ich mir schon gedacht. Danke sehr. Der größte Raum des Schlosses ist der Rittersaal mit der Ahnengalerie. Geeigneter Ort für ein Gruppenfoto der fürstlichen Familie mit den 25 Mitarbeitern, die den Betrieb der Wasserburg aufrechterhalten. Von den Gärtnern über die Kunstführerinnen bis zum Museumsdirektor. Die meisten von ihnen arbeiten schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten auf der Wasserburg. Anholt wird geführt wie ein Familienbetrieb. Ich setze mich schon mal. Frau Oppermann, ich bin nicht gewöhnt, auf einem Thronsessel zu sitzen. Das Allerwichtigste ist, dass man einen klaren Kopf hat. Wenn man die Leute nicht, die Mitarbeiter nicht früh genug ausbildet, wenn man sie nicht an die Hand nimmt, sie fördert und dann auch zum rechten Zeitpunkt in die richtigen Positionen setzt, die ihnen Spaß machen, die sie auch eine Veranlagung haben, das ist der Grundstein dafür, dass sowas funktioniert. Und ich persönlich bin da sehr eingebunden und habe das jetzt seit 12 Jahren an der Hand, an der Backe und genieße das auch. Eine gut funktionierende Aufgabenteilung zwischen Vater und Sohn. Fürst Karl Philipp kennt alle Geschichten und Anekdoten rund um das Haus Salm-Salm. Das ist der erste Fürst Salm. Wir sind 1622 gefürstet worden und hatten auch deswegen die Aufgabe vom Kaiser erhalten, auf dem Rhein für Ordnung zu sorgen. Das war der Rheingraf, der hatte sich darum zu kümmern, dass die Zölle eingenommen wurden. Der hatte sich darum zu kümmern, dass also auch der Schiffsverkehr nicht irgendwo stehen blieb. Es war folgendermaßen, dass der einen Sohn hatte und dieser Sohn war dieser Karl Theodor Otto. Und der so aussieht wie der große Kurfürst mit seiner ja, Perücke. Ja, also das war eine riesige Persönlichkeit. Sichtbares Zeichen des Wirkens von Karl Theodor Otto ist heute noch Schloss Schönbrunn, dessen Bauleiter er war. Er hatte am Wiener Hof eine überragende Machtstellung. 1685 wurde Karl Theodor Otto als geheimer Rat und Erzieher des zukünftigen österreichischen Kaisers Josef I. nach Wien berufen. Den Porträts dieses Fürsten begegnet man im ganzen Haus. Wollen wir da in den Paradesaal reinschauen oder nicht? Dann gerne sogar. Ja, dann fangen wir da innen drin an. Ja. Ist auch schon so feierlich beleuchtet alles. Ja, okay. Musik.
das wird jetzt, kriegt eine Sonderbeleuchtung. Aber schauen Sie mal auch von der Seite, nicht? Das sind echte Kunstwerke. Das heißt Meuble Bleu, weil sie eben diese Bleu sind. Von der Seite sind sie noch besser erhalten. Und das sind lauter kleine Aquarelle. Schauen Sie mal, und hier ist zum Beispiel, das ist gar kein, ein getrockneter Schmetterling. Und es gibt dazu eine herrliche Legende. Alle diese Kaiser, die mussten ein Handwerk erlernen. Und dieser Josef I. hatte nun als Handwerk Schreiner gelernt. Und dann hat man also immer behauptet, der hätte das persönlich geschreinert. Und aus Dankbarkeit hat dann Josef I., als er erwachsen war, dieses Möbel seinem Erzieher Karl Theodor Otto geschenkt. Kann ich es wieder hochnehmen? Vielen Dank, ja. So. Das hier ist der Paradesaal, aber warum steht da ein Bett? Es gab das Lever. Es waren ja regierende Fürsten, wir waren ja Landesherren, das darf man nicht vergessen. Wir waren nicht irgendwelche Beamte. Und dann saß der auf seinem Bett im Negligé mit einem hocheleganten seidenen Anzug. Und dann hat der gesagt, was da zu tun ist. Der hat ihnen einen Plan gegeben. Der hat von hier aus quasi regiert? Von hier aus hat er, genau. Ja. Aus dem Bett regiert? Oh, ja. Alle. Ludwig XIV., XV., XVI., die haben alle dieses, deswegen heißt das Lever, also das ist ein französisches Wort, heißt aufstehen, nicht? Also sich erheben. Sie machen aber schon Ihre Geschäfte, führen Sie schon vom Schreibtisch, oder? Sie meinen, ich sollte mal vom Bett probieren, dafür bin ich zu alt. Das beeindruckt niemanden mehr. Vorsicht, das ist hier alles ein bisschen glatt. Die verschiedenen Kunstsammlungen der Wasserburg Anholt haben alle ihre eigene Geschichte und kunsthistorische Bedeutung. Hier ist der Schlossherr als Unternehmer gefragt. Um ein Erbe wie Anholt zu erhalten, muss es geführt werden wie ein mittelständischer Betrieb. Die Wasserburg Anholt kostet pro Jahr 250.000 bis 350.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Und dazu tragen die anderen Unternehmensbereiche bei. Das sind die Landwirtschaften, die Forsten und kleinere mittelständische Unternehmen. Und erwirtschaften im Jahr die Summe, die hier nötig ist, um dieses Haus zu unterhalten. Ein Märchenschloss für Film und Fernsehen. Die ideale Kulisse für Geschichten um Liebe, Macht, Geld und Verrat. Das ging los in den 70ern, glaube ich, oder 80ern mit Rivalen der Rennbahn. Mit Margot Hölscher und Thomas Fritsch und Mara Maranoff und Ursula Karpen und ich weiß nicht was. Und führte sich immer wieder fort über kleinere historische Filme, bis zuletzt im letzten Jahr das Filmepos Aschenputtel hier abgedreht wurde oder ein Teil davon hier gedreht wurde. Ja, das ist so. Das ist ein guter Beitrag zur Unterstützung der Wasserburg. Es macht einen Riesenspaß. So oder so ähnlich wird es ausgesehen haben in den vergangenen Jahrhunderten. Die Wasserburg Anholt als Schauplatz glanzvoller Feste. Ja. Fürst Karl Theodor Otto betrieb im 17. Jahrhundert den Umbau der Burg zur Barockresidenz. Ja, das ist also jetzt das sogenannte Bull-Set. Bull war einer oder wahrscheinlich der größte Kunstschreiner von Ludwig dem 14. Und der hat diese Technik erfunden. Die Technik heißt, es sind in einem Körper fünf verschiedene Materialien. Hier ist es Zinn in Messing, Messing in Schildpatt, Schildpatt in Ebenholz und Ebenholz in Eiche. Also das ist und das, ein besonders... Ja, das ist ein Unikat. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht nochmal, diesen Spieltisch. Spieltisch, Spiegel. Stellen Sie sich vor, dieses Stück von da bis da oben ist ein Rücken einer Schildkröte. Oh Gott. Durchgehend, was das für Schildkröten waren. So, und wenn wir das jetzt aufklappen, tun Sie auch mal bitte rechts. Darf ich? Ja, ja, ja. Oh Gott. Da kann nichts passieren. Heute heißt dieses Spiel Backgammon. Und früher hieß das Trick-Track. Das ist genau dasselbe Spiel. Und weil es ja langweilig ist, nur ein Spiel zu haben, kommen hier noch zwei andere. Und sowas gibt's auf der ganzen Welt. Also wenn ich keine Lust mehr auf Backgammon hatte, konnte ich hier dann zumindest Mühle. Weg. Ja, Mühle und Dame. Aber da sagt niemand, das hätte also Josef I. selbst gemacht. Sondern es ist also in Wien gemacht worden und auch ein Geschenk
der Spiegel, der Spieltisch, der Schreibtisch und die beiden Guéridons von eben Josef I. an seinen Erzieher. Und wenn Sie das dann restaurieren lassen müssen, alle 50 Jahre, dann kommen die her und holen es ab? Ja. Aus Paris? Ja. So und dann ist das für Jahre weg oder wie rasch geht das? Ja, ein halbes Jahr war es weg. Und erst haben die gesagt, mais non, c'est pas français, regardez la qualité, non. Und dann, kaum war es 14 Tage, war, mais vous savez, monsieur, je dois vous dire, peut-être c'est quand même français. Haben Sie denn auch diese Räumlichkeiten früher in Ihrer Kindheit genutzt? Haben Sie quasi also hier gelebt? Hier durften wir rein. In den Rittersaal durften wir nicht, in den Paradesaal erst recht nicht, in den neuen Speisesaal. Also nur, wenn wir, sagen wir mal, zu irgendeinem Anlass da, ich sag jetzt mal, wenn der Fürst Hohenzollern, wenn der 60 wurde, ja, dann hat er hier, weil er meine Großmutter verehrt hat, hat er hier also ein großes Diner gekriegt. Und dann wurden wir Kinder zugelassen, sonst durften wir nie in diesen Raum. Aber nicht, dass wir da möglicherweise auf einem Stuhl saßen, nein, wir wurden unter den Tisch geschickt und durften da essen. So. Wie denn, unterm Tisch heißt unterm das? Unterm Tisch. Da, Tisch, 40 Leute sitzen da dran. Langer Tisch, sag ich Ihnen, der war nur noch viel länger damals. Und da wurden wir unter das Tischtuch weg, vier Kinder da unten waren. So, wir anfangs hatten wahnsinnigen Also Angst. Quasi auf dem Boden spielen? Essen. Wie die Hunde? Ja. Noch zur Kindheit von Fürst Karl Philipp war die Erziehung sehr traditionell. Seine Eltern sahen die fünf Kinder nur zu bestimmten Tageszeiten. Und doch konnte diese Generation ihren Nachfolgern die Liebe zur Familiengeschichte vermitteln. Mein Großvater hat die historische Grundlage geschaffen, dass ich verstehe, um was es hier geht. Angefangen von dem Museum, von den Besitzungen, von der Historie der Familie. Und mein Vater hat in einer unglaublichen Großzügigkeit etwas gemacht, was eigentlich sonst ich nicht kenne. Er hat zu einem Zeitpunkt losgelassen, wo er eigentlich selber noch im besten Saft war. Eine sensationelle Leistung. Ich weiß nicht, ob ich eines Tages, wenn es dann mal soweit ist, so loslassen kann wie er. Er ist mein Vorbild dafür. Das Erbrecht ist sein Spezialgebiet. Gerade mit den Besonderheiten beim Adel ist er bestens vertraut. Zum Thema Primogenitur, das Vorrecht des Erstgeborenen, hat er promoviert. Recherchen und Quellenstudium führte Erbprinz Emanuel auch im Fürstlichen Hausarchiv in Anholt durch. Also grundsätzlich ist Erben keine gerechte Sache in unseren Häusern. In dem Verhältnis, dass man gerecht sagt, es wird geteilt. Weil dann haben wir die Situation wie bei industriellen Familien im Zweifel, dass in der dritten Generation aufgrund konstanter Verkäufe einfach keine Substanz mehr da ist, die den Besitz trägt und erhält. Erstens. Zweitens denke ich, ist es ganz wichtig zu wissen, dass der Papa mit uns Kindern schon frühzeitig erklärt hat, dass diejenigen, die ausscheiden, nicht umsonst ausscheiden, sondern sie sind abgefunden. Und zwar abgefunden in einer Art und Weise, die es ihnen ermöglicht, gut zu leben. Die Salmsche Familiengeschichte war oft auch Teil der Weltgeschichte. Das lässt sich im Archiv verfolgen. Seit fast 40 Jahren leitet Düko von Krüchten das Haus als Kurator und Archivar. Auf jede Tagung von Museumsleuten bin ich halt der Direktor von Museum Wasserburg-Anholt. Immer der einzige Chef eines Museums, das in eine private Trägerschaft ist. Das gibt's nicht, dass man als einziger Archivar, hauptamtlicher war, tätig ist von einem Adelsarchiv in Deutschland. Ich kann mir erlauben, durch den Park zu spazieren, weil ich dann arbeite. Und ich glaube nicht, dass viele das sagen können. Wie haben Sie denn damals in dieser Zeit quasi Ihren Chef und gleichzeitig auch den Doktoranden, der hier geforscht hat, in Ihrem Archiv erlebt? Dann wurde ich beauftragt von seinem Vater,
den Erbprinzen den kleinsten Raum im Schloss zur Verfügung zu stellen, damit er auch dementsprechend agieren konnte. Bloß keine Ablenkung. Genau. Weil wir sollten ihn dann so behandeln wie auch jeder andere Archivbesucher. Das ist uns gelungen, aber er hat uns 2 Jahre lang gut beschäftigt, sage ich mal. Sie hatten mal einen Vorfahren in Ihrer Familie, der ja eine sehr illustre Figur war, der, glaube ich, sehr über seine Verhältnisse gelebt hat, weil er ein Abenteurer war mit Hang zu Weib und Spiel, nämlich Prinz Felix. Oh, ja. Ist Prinz Felix auch hier in Ihrem Archiv, obwohl er quasi ein Verstoßener war der Familie, gibt es Archivalien, die den Prinz Felix betreffen? Es gibt seine Briefe hier im Archiv, seine Bücher, seine Porträts und auch die Ordenszeichen, die er vom Kaiser Maximilian von Mexiko erhalten hat, weil da ist er berühmt geworden in Mexiko. In Mexiko herrschte damals der habsburgische Kaiser Maximilian, ein Onkel von Prinz Felix. Der berief ihn als Oberst an seinen Hof, mitten im Aufstand der Mexikaner gegen die Fremdherrschaft. An Felix' Seite war seine Frau Agnes, eine Nichte Abraham Lincolns. Die Mexikaner besiegten die habsburgischen Truppen. Nur Agnes' Fürbitte rettete Prinz Felix das Leben. Der Kaiser jedoch wurde exekutiert. Und diese Kugel hat Prinz Felix als Souvenir von seinem Onkels Tod mit nach Arnold gebracht. Und die wurde immer in einem Extraschrank gehütet. Und hier ist diese Schatulle, das ist eine Agatdose, silbermontiert. Das ist eine Bleikugel, wenn Sie die anfassen, die hat richtiges Gewicht. Darf man die anfassen? Ja, bitte schön. Sie als erste Frau dürfen das. Ist das sonst ein Privileg, das Männern vorbehalten ist? Ja, oder überhaupt nicht gezeigt wird. Und hier ist diese Attestation des Chirurgen. Eigenhändig geschrieben, wo er festhält, dass er das aus dem Leibe vom Kaiser von Mexiko entnommen hat. Die Kugel, mit der er getötet worden ist. Ja, eben. Du? Sieht aus wie so eine Rumkugel oder so ein Schokotrüffel. Genau. Ja, aber wenn der mich mit Karacho trifft. Wie so ein Champagnertrüffel, so sehen die aus, genau. Um Gottes Willen, der Arme. Und mit dieser Kugel ist der Kaiser von Mexiko standrechtlich erschossen worden. Richtig, ja. Und Prinz Felix, war der anwesend? Der musste zugucken. Ja. Sie fühlen sich auch quasi in den Archivalien zu Hause? Ja, also hier Briefe und Schriftstücke. Oh, Eure Majestät, der ging direkt an den Kaiser, hier der Brief. Ja, hier haben Sie dann so kleine Briefe, wo dann so Zeitungsausschnitte aus der Zeit drin waren, aus Spanien, über die Sache, über ihn und über diesen Vorfall und alles Mögliche. Und da haben Sie jetzt noch was. Ein Haar. Also, da haben Sie noch Haar erwischt. Haare vom Kaiser? Das hat noch keiner richtig geöffnet. Ja. Wirklich, weil das ist die erste. Dann haben wir jetzt gerade einen Glücksgriff gelassen. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Wissen wir jetzt theoretisch auch nicht, von wem diese Haare sind. Das müsste man dann halt in der Genanalyse. Hat dann indianische Vorfahren, wenn Sie da. Da hat er doch das. Völlig komischer Gencode. Irgendwo aufgefunden. Die Haare von Felix. Und das ist wieder anders beschriftet. Also das ist witzig, das muss man einfach zeigen. Also das hier ist eine Leiter. Und wenn man also jetzt vorhatte, sich irgendein Buch da oben rauszuholen, dann ist man auf diese Leiter gestiegen, hat sich das Buch geholt, hat es mit runtergenommen und hat sich dann gleich hingesetzt und das Buch gelesen. Das ist doch wirklich lustig, ne? Nutzen Sie das manchmal? Nein. Darf man sich denn da noch draufsetzen? Aber bitte. Ja, das ist ja stark. Ist das eine Pärchenbank? Nein, komm mal so nennen. Also hier ist es so, dass die Holländer im 18. Jahrhundert Porzellan noch nicht brennen konnten, es aber auf jeden Fall haben wollten. Also was haben sie gemacht? Sie haben zu Hause in Lehm ihre Töpfchen, Schälchen, Tassen und so weiter, haben sie geformt, haben sie bemalt und haben sie nach China geschickt und haben gesagt, jetzt brennt uns das bitte. So, dann ist das in China angekommen und dann haben die gesagt, das ist doch eine ganz komische Geschichte, die haben ja runde Augen, da hat doch ein Maler was falsch gemacht.
Jetzt haben die das korrigiert. Jetzt haben alle diese Holländer in ihren holländischen Trachten Schlips auf. So wie Heidi. Genau. Ja. Fürst und Fürstin bewohnen ein Apartment in der Belle Etage. Als Etagenadel bezeichnet sich der Fürst scherzhaft. Mit einem kleinen Gastgeschenk folgen wir der Einladung in die Privaträume. Angenehm, ich brauche gar nichts machen, nur gucken. Das ist schön. Das ist so. Oh, das kann doch das nicht sein. Das ist ja toll. Das sieht ja köstlich aus. Ich nehme ihn das hat ja auch mit unserem Namen gar nichts. Nein, gar nicht. Das ist ja wahnsinnig nett. Vielen Dank. Guten Abend erstmal. Donnerwetter, ja. Das ist ja toll. Das zum, ist ja unglaublich. Zum Dippen gleich. Das ist ja ein Kunstwerk. Die Tatsache, dass der Fürst hier wohnt, ist für uns von großer Wichtigkeit, weil damit zeigt er auch, wie seriös das ihm gelegen ist, dass Anhold aufrechterhalten bleibt und dass diese Qualität gewahrt wird. Wir alle wissen hier, dass es unheimlich ein finanzieller Aufwand ist. Und dieser Aufwand betreibt er weiterhin nicht für sich selber, sondern für die Erschließung und für ja, die Öffentlichkeit, die Wasserburg Anhold besuchen. Sowohl der Park als auch das Museum, das wird sehr gut angenommen. Also das hat schon hier überregional eine Bedeutung. Unser Haupteinzugsgebiet ist weiterhin über 50% die Niederlande. Und das andere ist meistens aus dem Ruhrpott. Ja, also alles, was Essen, Duisburg, Oberhausen und auch noch weiter. Und wenn ich die Fürstin mal fragen darf, wie fanden Sie das, dass Sie damals dann umgezogen sind, hier auf einmal ins Schloss? Ja, ich war ganz überrascht, weil wir waren öfter mal von Rede aus hier spazieren. Und plötzlich sagte mein Mann dann, wir müssen mal eine Teeküche hier einbauen. Und nachdem er kein Teetrinker ist, habe ich mir gedacht, oh, das klingt jetzt merkwürdig. Und dann der gesagt, Pläne. Erzähl doch mal, was du vorhast. Weil bevor wir eine Teeküche einbauen und du willst vielleicht hier hinziehen, dann machen wir vielleicht lieber gleich die Küche richtig mit allem, dazu, was dazugehört. Und Sie sind damit quasi in ein Museum gezogen. Wie ist es für Sie, in einem Museum zu leben? Sind Sie ein Bestandteil des Museums? Ja, für die Besucher. Sehe ich so aus? Nein. In der Tat ist die Wasserburg Anhold durch die Anwesenheit der fürstlichen Familie lebendig und alles andere als museal. Wie lebendig zeigt uns die Fürstin am nächsten Morgen. Zum Schloss gehört eine riesige Parklandschaft. Mehr als 75 Hektar sind seit 1968 öffentlich zugänglich. Auch die Anholter Schweiz. Ein Biotop-Wildpark, in dem rund 40 Tierarten leben. Auch Wildkatzen haben hier ihre Heimat gefunden. Komm mal her. Komm. Aber schön sind sie. Na komm. Schau mal hier. Schau mal, was ich hier habe. Schau mal, was ich hier habe. Guck mal. Komm mal hier. Gott sei Dank haben sie einen Lederhandschuh an. Gucken Sie mal. Zu den Lieblingen der Fürstin zählen die Luchse. Weniger gefährlich und dafür umso neugieriger sind die Rentiere. Er ist aber hier so ein lustiger Vogel. Das ist Lasse. Lasse? Mhm. Der Klassiker hier. Na, Lasse. Ui. Was nett ist, dass sie ja trotzdem Gefallen gefunden haben jetzt an uns. Ne? Ach, das Mikrofon sieht auch aus wie der Esel. Das staubt so ein bisschen. Aber. Was ist? Der ist ja süß. Der hat noch so Schneiden Löckchen. Sie denn die Haare oder ist der automatisch so gewachsen, der Pony? Ist automatisch gewachsen. Was ist denn los? Was ist denn los? Ja.
Für viele Tiere ist die Anholter Schweiz die letzte Rettung. Sie haben ja auch Bären aufgenommen. Wie ist es dazu gekommen? Klaus der Fürst hat im Jahre 2000 dieses Areal zur Verfügung gestellt, dem Deutschen Tierschutzbund, der sich dann darum gekümmert hat, Bären aus schlechten Verhältnissen aufzunehmen. Was heißt das, Bären aus schlechten Verhältnissen? Zirkusbären, Tanzbären, Bären, die in Garagen gehalten wurden. Und die bekommen hier quasi dann ihr Gnadenbrot bei Ihnen? Genau, ja. Mitten im Wildpark erklärt sich das Geheimnis des eigentümlichen Namens Anholter Schweiz. Das kam daher, dass der Urgroßvater des Fürsten Ende des 19. Jahrhunderts seine Hochzeitsreise zum Vierwaldstätter See gemacht hat in die Schweiz. Und er fand das da so traumhaft schön, dass er beschlossen hat, also das Gleiche hier mit nach Anholt zu nehmen. Indem er nämlich also ein Schweizer Häuschen dort hat abbauen lassen. Dann haben sie es wieder aufgebaut und dann hatte er hier seine Traumlandschaft, die Schweizer Traumlandschaft. Und diese Felsformationen, wie hat man die hierher bekommen? Weil die sind ja jetzt nicht hier aus der niederrheinischen Landschaft erwachsen. Die hat man einfach mit Pferdekarren oder Ochsenkarren hat man die hierher transportiert und hier wieder aufgebaut. Und so müssen wir uns quasi das Häuschen vorstellen, wo Fürst Leopold damals seine Hochzeitsreise gemacht hat? Absolut, ja. Das muss ja eine tolle Ehe gewesen sein von den Urgroßeltern Ihres Mannes. Absolut. Wenn er aus Liebe zu seiner Frau und in Erinnerung an die Hochzeitsreise hier so ein Chalet hinstellt. Das sollte uns heute weiterbringen. Ja. Jetzt schauen Sie doch mal, wie viele Pfauen Sie haben. Ja, ich sag Ihnen, die sind wild. Die luken hier immer mal zwischendurch. Ne? Überall begegnet man mal einem lustigen Tier bei Ihnen. Hier, jetzt noch ein bisschen weiter, lagen diese Raketen. Weil hier eben eine Abschussrampe war für eine V2. Von dieser V2 hatten ja die Engländer eine große Angst, weil die waren ja unbemannt, das waren ja Raketen. Und die flogen ja bis nach London und das hat die Engländer verrückt gemacht. Die konnten sie nicht abschießen und auf die waren die nicht vorbereitet. Und deswegen waren die so dahinterher zu sehen, wo diese Biester eigentlich stehen. Und eine Station war eben hier und diese Abschussrampe, die stand hier auf dem Gelände, wo jetzt ein Golfabschlag ist. Und diese Abschussrampe war in diese Richtung gesetzt. Das heißt, dorthin wurden die Raketen gestartet. Weil wir direkt auch an der holländischen Grenze sind, über Holland Richtung England. Richtig, so war das auch geplant. Und das hatten die Engländer dann ganz schnell spitz und bombardierten ganz intensiv. 21. März 1945. Kurz vor Kriegsende wird die Wasserburg Anholt vernichtend getroffen. So müssen Sie sich vorstellen, hat mein Vater dieses Haus gesehen, als er von der Kriegsgefangenschaft zurückkam und hat gesagt, ich baue das wieder auf. Nikolaus Leopold, Fürst zu Salmsalm, hatte beim Oberheereskommando in Norwegen gedient. Jetzt will er den Familienbesitz retten, doch die Wasserburg Anholt ist zu 70% zerstört. Und das ist also ein Bild von meinem Vater. So hat der ausgesehen. Ich denke mal, das ist in den 30er Jahren. Ja, das ist ein schönes Bild. Das ist von der Jagd. Also so sah, das ist meine Mutter, die ist ja Bayerin, die kommt aus Franken. Unsere Social Events, das waren eigentlich immer Jagdeinladungen, die wir hier gemacht haben. Oder große, ich sag jetzt mal, Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern oder ähnliches. Aber man hat nicht einfach so, wie man das in der Großstadt macht, ach, jetzt lade ich mir doch heute Abend mal 20 Leute ein. Das hat man hier nie gemacht. Also hier hat man dann immer entweder zu Jagden eingeladen, davon gab es aber 4.
Oder aber, wie gesagt, es kam der Fürst Hohenzollern, da war natürlich was los. Ach ja, also das ist jetzt meine älteste Schwester tot, mein älterer Bruder tot und das bin ich dann wieder. Ihr älterer Bruder? Also hier umgekommen bei den Bomben. Erzählen Sie uns das mal, wie ist das passiert? Das ist insofern passiert, als ein englisches Flugzeug auf der Rückkehr nach England noch zu schwer beladen war mit Bomben. Und dann habe ich immer gelernt oder gehört, dass diese Flugzeuge nur für eine ganz gewisse Entfernung Sprit bei sich hatten. Und je schwerer sie sind, umso mehr Sprit haben die gebraucht. Und dann hat da wohl einer auf eine Uhr geguckt und hat gesagt, hoppla, diese Bomben lassen wir noch schnell hier raus. Und dann hat er sie hier rausgelassen, vier hier in die Kräfte rein. Und da war mein Bruder mit dem Paddelboot. Und die Bombe ist explodiert und er hatte hier einen Splitter in der Hüfte und ist im Paddelboot noch verblutet. Mann, so ein junger Kerl, ne? Die wertvollen Gemälde und viele andere Kunstschätze sind 1943 auf Geheiß des NS-Regimes ausgelagert worden. In einen sicheren Stollen im Sauerland. Und wie haben Sie Ihre Kunstsammlung zurückbekommen? Ja, dann eines Tages kam hier ein hochdekorierter, was weiß ich, Oberstleutnant oder Colonel oder was die dann waren, Engländer, in einem offenen Jeep angefahren, hat den Standard draußen auf rechts auf dem Kotflügel, das werde ich überhaupt nie vergessen, und hatte einen Chauffeur, der war aber mindestens auch schon ein halber General. Übermorgen kommen Ihre Sachen wieder. Ja, da war hier noch kein Dach drauf, da hat es noch überall durchgeregnet. Wo sollte man denn mit den Sachen hin? Das war denen ganz egal. Übermorgen wird das aufgelöst. Dann kamen 90 Lkw mit diesen ganzen Kisten wieder. Ja, und wohin damit? Also ganz schnell wurde eine Scheune gebaut. Das war eine komplette Ruine hier. Ja, kein Dach. Es hat einfach durchgeregnet überall und wir wollten es ja auch zusammenbehalten und irgendwie also dann auch bewachen können. Ne? Wann ging es mit dem Wiederaufbau? Darf ich die Fotos vielleicht auch noch sehen? Bitte. Der Wiederaufbau ging dann eben, als mein Vater wiederkam, 48, fing der schon an, schauen Sie, das ist eben beeindruckend. Diese ganzen Einschusslöcher überall. Dann nehmen wir die Ebereschen raus. Und jetzt ist den Wiederaufbau bestritt die fürstliche Familie aus eigenen Mitteln. Den Einkünften aus den Ländereien, aber auch durch den Verkauf von Grundstücken. Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligte sich mit einem Drittel an den Kosten. Ein Kraftakt für die ganze Familie. Wo sein Vater starb, hat er mich gefragt, jetzt müssen Sie mir zeigen, was in Arnold los ist. 1988 habe ich den jetzigen Fürsten eingearbeitet. Und der hat sich dann verwandelt. Das heißt, dann ist er so beflügelt und hat dann gesagt, jetzt restaurieren wir noch mal weiter wie mein Vater. Und führt das heute genauso energisch wie sein Vater. Der Fürst hat mir mal gesagt, Herr van Kluchten, eigentlich sollten wir uns duzen, nur das machen wir nicht, weil dann können wir auch keine Kraft kriegen. Und er hat recht. Kommen Sie mehr auf Ihren Vater raus oder auf Ihre Mutter? Ah, auf die Mutter. Also Sie sagen immer, ich wäre also ein total betrunkener Bajuware. Aber trotzdem fühlen Sie sich als Westfale, ne? Ich fühle mich als Westfale, ja. Ich bin sehr bodenständig und ich weiß genau, wo meine Wurzeln sind. Und ich sage auch, dass ich hier hingehöre. Ich gehöre nirgendwo anders hin und ich bin auch gar nicht besonders gern lange weg. Erstaunlich, ne? Haben Sie, wenn Sie weit weg sind, Heimweh nach Anhold? Nach 3 Wochen fange ich an, nervös zu werden, ja.
Diese tiefe Verwurzelung in seiner Heimat zeigt sich auch am 80. Geburtstag von Karl Philipp Prinz zu Salmsalm im Mai 2013. Zum großen Festakt findet sich nicht nur die Familie und der deutsche Hochadel ein, sondern auch nahezu die gesamte Anholter Bevölkerung. Die stehen mitten im Leben und die, sonst kann man auch sowas hier wie hier das nicht aufrechterhalten. Dann ist es eigentlich mehr die Verantwortung, die man hat und nicht so sehr diese Glanz und Glorie, die man ausstrahlen möchte, weil das bringt nichts, wenn man das möchte. Das ist in heutiger Zeit ist das fehl am Platz. Vielen Dank! Ich wünsche uns allen, dass wir weiterhin in den nächsten Jahrhunderten es schaffen, und ich sage extra Jahrhunderte, diesen Besitz aufrechtzuerhalten und weiterzugeben. Und dass wir weiterhin, so wie wir es haben, eine Familie sind, die sich wirklich verträgt. Es gibt andere Beispiele. Und es gibt eine Familien, sagen wir mal, eigene Dynamik, die ich jedem wünsche, dass man viel miteinander spricht. An solch hohen Festtagen ist er dann wieder da. Der Glanz einer jahrhundertealten Familientradition. Und die Harmonie einer Familie, die gemeinsam liebevoll ihr Erbe pflegt. Diese sehr persönliche Atmosphäre spürt man auch als Besucher. Danke. Ja, jetzt ist das eine ganz traurige Geschichte. Abschied tut weh. Stimmt, aber ich muss mich sehr herzlich bedanken für, ich sag jetzt mal, all ihr Entgegenkommen, was sie uns Amateuren als Profi gezeigt haben und dass das doch, wie ich hoffe, ganz gut geklappt hat. Es war mir eine Freude, Sie waren großartig. Also gute Heimreise. Dankeschön, grüßen Sie alle herzlich. Danke vielmals und keinen Stau. Nein, danke, tschüss. Wiedersehen.